Ja, hallo, ich bin hier in Luminar IE und zwar in der aktuellen Version von Luminar IE 1.4, also die brandaktuelle Version von Skyrim, und es hat wieder einige Verbesserungen gegeben. Eine der besten Verbesserungen, die es nun gibt. Und was auch sehr schön zeigt, was alles möglich ist mit AI oder allgemein mit künstlicher Intelligenz, es ist dieses neue AI-Bokeh. Ich möchte aber zunächst hier noch auf einige andere Verbesserungen darauf eingehen. Ja, ich lade mir hier zunächst ein Bild hinein. Und zwar hier zunächst diesen Stier, den ich hier beziehungsweise in der Schweiz vor so circa 2 Wochen fotografieren kann. Das ist hier eine Weide in St. Margarethen in der Schweiz. Und das sind hier mehrere Stiere, diesen habe ich hier einzeln fotografiert. Ja, wie gesagt, Luminar AI ist hier in der aktuellen Version. Und zwar in der Version 1.4, also das ist hier die aktuelle Version. Also diese aktuelle Version, man könnte das Ganze natürlich auch hierüber Hilfe suchen. Ja, man sagt ja schon, Luminar IE, also 1.4, 82, 92 ist die aktuelle Version. Ja, hier sonst das Übliche, also nichts, was hier großartig anzustellen wäre. In Vorlagen sind einige Neuerungen hinzugekommen, aber das ist jetzt nicht wirklich so interessant. Was dann zunächst interessant ist, das ist, wenn man hier dieses oder ein Bild geladen hat und ich dann in den Bearbeitungsmodus gehe, bei den lokalen Masken die Texturen, und ich bekomme dann hier wieder beziehungsweise auch hier bei den Texturen diese kleinen Vorschaufenster, damit ich sehe, welche oder wie die Textur ungefähr aussieht. Ich könnte hier noch weitere runterladen. Ich nehme hier gerne einmal diese hier. Und Luminar wendet das Ganze sehr schnell an. Gut, ich sage hier, ich hätte gern diese Textur beispielsweise. Und habe ich hier dann die Möglichkeit, die Textur zu platzieren. Insbesondere auch hier diese Opazität zu verstärken. Ich ziehe das mal ganz hinauf. Und ganz hinunter. Und habe ich hier auch weitere Einstellungsmöglichkeiten hier im Bereich. Mischmodi. Ich lasse das hier auf negativ multiplizieren. Könnte hier noch die Helligkeit entsprechend einstellen. Ja, das
wäre zunächst eine dieser neuen Funktionen. Schalte hier die Maske einmal aus und dann wieder ein, dass man einen Vorher-Nach-Vergleich hat. Ja, auch hier ist zwar nichts Neues hinzugekommen. Hier oben steht dann My Summer Day, jeweils diese Textur, die ich verwendet habe. Ich nehme hier gerne einmal einen Anlass. Also ich habe hier die Vorschau und hier die Titel, wie sich diese Textur nennt. Ein Vorhat, Nachhat, Ansicht habe ich natürlich auch, wenn ich hier hingehe. Ja, dann viele Verbesserungen sind natürlich auch unter der Haube von der Performance und Stabilität verbessert worden. Bevor ich nun aber auf dieses AA-Bookie eingehe, möchte ich hier beim Himmel bei der künstlichen Intelligenz vom Himmel. Auch hier sind einige neue Himmel hinzugekommen. Aber auch hier wieder diese Möglichkeit, mehr herunterzuladen. Und auch hier diese Vorschaufenster. Ja, je nachdem, welche, dass ich dann schlussendlich auswähle. Ich kann natürlich auch alle auswählen oder eigene hinzuladen. Ich wähle hier zunächst alle Himmel und nehme hier diesen vielleicht einmal, also diesen Galaxy 2. Ja, und während Luminar hier reinlernt, hier noch einmal der Hinweis, es hat natürlich viele Verbesserungen gegeben, dass unter der Haube stattfindet, wie gesagt, dieses Performance-Verbesserungen, Leistungsverbesserungen. Gesamtinhaltlich kann man allerdings sagen, mit Luminar IE Bokeh hat sich Skyrim mit Luminar IE beinahe selber übertroffen, weil sie sehr anschaulich präsentieren, was alles mit künstlicher Intelligenz machbar ist und was in Zukunft auch noch machbar sein wird. Und es gibt aktuell kein aktuelles Bildbearbeitungsprogramm, das dieses Bokeh-IA so macht, wie es Skyrim macht. Also wir sehen hier schon, der Himmel wurde übernommen und auch die Farben wurden bereits angepasst. Ich habe dann hier allerdings auch hier die Möglichkeit, das Ganze hier mit den Masken noch zu bearbeiten. Auch hier Lücken schließen, um hier zwischen den Bäumen das Ganze diese Details korrigieren.
Hier das Ganze, das kennen wir auch schon von Update 3. Die neue Lichtung. Mensch, neue Lichtung. Also wenn hier jetzt ein Mensch stehen würde, würde er auch stehen, neu belichten. Er hat zwar auch diesen Stil hier belichtet. Hier auch gleich schon dieser Hinweis. Bei Luna Bokeh.ie funktioniert dieser Bokeh.ie nur bei Menschen, bei Tieren und Gebäuden erkennt er ihn noch nicht. Das wird dann eine der Normen in Luminar.ie 1.5 oder 6 sein. Ja, Spülung brauchen wir hier keine, mit Anpassungen brauchen wir hier eigentlich auch nicht, wenn das Bild so fotografiert hätte werden können, so ungefähr. Was vielleicht noch interessant ist, dass man das Sky auswählen würde, auch hier diese Fenster wieder. Man kann natürlich auch wieder eigene hinzuladen oder weitere hinzuladen. Wenn man hier sagt, man soll mir alle Objekte, die er hat, anzeigen, sieht man schon, dass keine wirklich neuen hinzugekommen sind. Ja, das dauert hier noch irgendwo, die Tür scheitert hier zu hängen, aus welchem Grund noch immer. Und ich würde nun gleich zum nächsten Teil, also zum Luminar.ie Bokeh wechseln. Das stoppe ich hier zunächst einmal. Ja, das hier ist nun der Hauptteil der Verbesserungen. Und wie ich bereits anfangs schon gesagt habe, Skylum zeigt hier mit dieser Bokeh sehr schön, was mit künstlicher Intelligenz alles schon machbar ist und das auch machbar sein wird in Zukunft. Also, ja, ich gehe hier zunächst auf Porträt und dann auf dieses neue Porträt mit Bokeh oder Bokeh. Ja,
Nach wie vor schlecht gewählt ist dieses Menge, denn das hat nichts mit der Menge zu tun, also da hapert es bei der Übersetzung auch, sondern mit der Stärke. Und wenn ich das hier zunächst einmal anwende, hängt das darauf, davon ab, wie stark ich es verwende. Arbeite hier mit dem Windows 10 64-Bit-Version und Skylum bzw. Luminar 1.4 muss hier ziemlich intensiv rendern. Und dieses Porträt Bokeh, das dauert dann nur einen Augenblick. Er muss zunächst diese Person erkennen. Und hier wird Luminar dann eine Maske drauf anwenden. Wie gesagt, dieses Bokeh funktioniert nur bei Menschen, Tieren, Gegenständen erkennt er im Augenblick noch nicht. Das wird dann hier eine der Neuerungen in Luminar AA 5 oder 6 sein. Ja, es gibt dann dieses Fokus, Defokus. Und das Restaurieren, also mit Restaurieren komme ich wieder zurück, Fokus wendet er an, kann dann den Radius, die Weichheit und die Opazität, ja genau, also hier hat er das jetzt bereits angewendet, also mit Bokeh, er macht hier dann einen unscharfen Hintergrund. Und ja, wenn man mit der Maus hier drüber geht, sieht man sehr schön, also die Maske hat den Menschen hier sehr gut erkannt. Und alles andere ausgespart. Ja, wenn ich das nicht ganz so stark habe, nehme ich hier etwas zurück. Redeckkraft, beziehungsweise hier heißt es Menge, ja, das wird dann eins dieser Übersetzungen sein, die Skylum in Luminar noch verbessern muss. Und diese Maske, die mit der künstlichen Intelligenz angewandt wird, das gibt es nirgends, das gibt es auch hier. Photoshop nicht. In Photoshop gibt es zwar eine Tiefenunschärfe, aber auch damit bekommt man das Ganze nicht so hin, wie man das Ganze hier macht. Der einzige Nachteil ist vielleicht, dass es dann durch eine Zeit lang dauert, einige Sekunden. Jetzt hängt dann schlussendlich auch von der Stärke des PCs. Bei mir ist hier ein Laptop ab. Ja, man sieht hier, kann das Ganze dann auch noch Radius, die Weichheit steuern und die Opazität. Kann hier also diese Maske dann auch noch bearbeiten. Und im Hintergrund habe ich hier auch noch diese Möglichkeit, das Ganze etwas farblich anzupassen. Ich mache hier das bewusst. Nur mit wenigen Einstellungen, weil das hier dann doch recht viel Renderkapazität braucht, bis er auf dieses Bild hier angewandt hat. So sieht man das. Ja, und da sieht man, das ist der ganze Hintergrund aufgrund diesen Änderungen, die ich vorgenommen habe, hier schwächer geworden. Aber auch das würde hier immer noch sehr schön passen.
Ich nehme hier jetzt gerne aber noch ein weiteres Bild hinzu, dass man das Ganze auch in einem anderen Bild vielleicht noch sieht. Nehme hier dieses hier zunächst raus. Und hole mir dann ein weiteres Bild. Das habe ich hier vorher gesehen. Wahrscheinlich werde ich es hier jetzt gar nicht finden, auf einmal. Ich auf jeden Fall hier in Downloads. Wie ist das? Genau das hier. Oder das hier möchte ich gerne haben. Das hier müsste ein Bild von Island sein. Ich gehe dann wieder in den Bearbeitungsmodus und hier wieder zu diesem Bokeh HE. Ja, hier wieder die Stärke. Wobei hier ist gar kein Mensch, das heißt, er kann das hier gar nicht anwenden. Wie gesagt, das habe ich vorher auch schon erwähnt. Das Bokeh erkennt natürlich nur Menschen und hier in diesem Bild ist leider kein Mensch, das habe ich hier übersehen. Das heißt, ich gehe hier noch einmal zurück und entferne mir dieses Bild und hole mal ein anderes. Hier ist dieses mit dem Menschen. Das hier. Okay, hier hat er nun diese Frau, mit der kann er nicht das Bokeh natürlich ändern, das Bokeh AE. Ja, hier zeigt es natürlich an, hier erkennt er die Frau. Und wenn ich hier nun zeige, von der Stärke möchte ich so bei 20% haben, dann dauert es wieder einen Augenblick. Ich muss hier den Hintergrund von der Frau trennen, damit er wirklich nur den Hintergrund unscharf macht. Das Rendern dauert in diesem Dienst hier dann etwas, wenn man, ich habe von einem Freund gehört, dass es mit dem Mac anscheinend schneller geht. Also der Mac hätte in diesem Fall bei Luminar hier einen kleinen Vorteil bei Windows-Version. Da dauert es dann im Moment noch etwas länger, das wird dann auch eine Performance-Steigerung sein. Im Update 5, ja, hier hat er das schon erkannt jetzt, also die Frau lässt das scharf als andere. Macht er unscharf, man kann hier auch diese Glanzlichter noch hinzunehmen. Und hier die Menge auch etwas anheben. Ich möchte das Ganze zwar nicht zu stark, wenn man sieht hier auch, dass er das schon sehr schön angewandt hat. Ja, jetzt ist es etwas schnell gegangen, klar. Gut. Im Fokusbereich, im Defokus macht er das Ganze dann. Rückgängig. Ja, und es gibt dann das Restaurieren,
noch. Jetzt ist er hier wieder einen Schritt zurückgegangen. Und dem Restaurieren setzt er das Ganze dann wieder auf den Luminar, auf den Ursprung zurück, wie es schlussendlich war. Ja, das waren hier so ein schneller Einstieg in die Neuerung von Luminar IE 1.4. Wie gesagt, für mich ist das Genialste dieses Bokeh IE, das neu hinzugekommen ist. Insbesondere zeigt hier Luminar bzw. Skylum zeigt in Luminar IE, was mit künstlicher Intelligenz bereits alles möglich ist und was in Zukunft noch möglich sein wird. Und ich habe es vorhin auch schon gesagt, es gibt kein anderes Bildbearbeitungsprogramm, das dieses Bokeh im Augenblick beherrscht. Da ist also Skylum mit Luminar im Moment marktführend. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video von mir in Luminar, wo ich auf das eine oder andere noch etwas intensiver eingehen werde. Ich werde dann auch noch zu anderen Software-Neuheiten Videos produzieren. Bis dahin, war Hari, ciao.